Ja, das Pankreaskarzinom ist leider sehr aggressiv. Es ist ein aggressiver Tumor, der relativ früh auch in andere Organe metastasiert. Und ein Nachteil ist auch, dass das Karzinom sich erst ganz spät meldet, wenn der Tumor schon weit fortgeschritten ist. Die Therapie der Wahl ist die Operation. Das heißt, man entfernt das Pankreaskarzinom komplett, radikal. Damit erreicht man die besten Ergebnisse. Das Problem ist leider, dass wir Patienten erst in der Regel spät bekommen. Das heißt, je früher wir den Patienten zur operativen Therapie bekommen, umso besser sind unsere Chancen, den Tumor auch radikal zu entfernen. Heutzutage sind wir auch in der Lage, Tumore zu entfernen, die dicht an Gefäßen herangewachsen sind. Wir können heutzutage auch Gefäße rekonstruieren, sodass wir jetzt in der Lage sind, auch etwas fortgeschrittene Tumore auch sicher zu entfernen. Ganz wichtig ist eine gute Betreuung nach einer erfolgreichen Operation. Viele Patienten benötigen auch eine Unterstützung für die Verdauung. Es müssen gewisse Enzyme gegeben werden. Das sollte auch postoperativ dann auch kontrolliert werden. Da kann man dem Patienten auch sehr gut helfen, wenn man die Dosis entsprechend anpasst. Ein weiterer Punkt ist, dass man aufpasst, dass keine sogenannte Tochtergeschwülste oder Metastasen entstehen, um hier gegebenenfalls auch früh etwas zu machen. Manchmal sind wir auch in der Lage, wenn ein Rezidiv eines Tumors entsteht, auch diese dann wieder erfolgreich zu operieren. Das heißt, es macht schon Sinn, den Patienten auch anschließend nachzusorgen.